Fische sind so tragisch. Tragisch. Und dabei noch aufzupassen, dass sie ihre 20 Dollar springen lassen. Ich glaube, meine Herren, wenn das so weitergeht, da lasse ich mir Visitenkarten drucken, darauf stehen. Komm, ich bin die Mississippi Lily. Die Mississippi Lily. Ach, und Mississippi Lily. Ich bin die Mississippi Lily. Die Mississippi Lily. Passt vor. Ich fahre immer
was ich bin, ist ungewöhnlich. Komm, schau mich nur an, akzeptier dann mich ganz persönlich. Ich lebe und ich will mich nicht dafür genieren. Lebe und will keinen Augenblick verlieren. Es hat keinen
Ventilation. Ihr könnt beim Schwimmen. Es ist kalt draußen und schneit. Ist klar? Okay, dann los! My head and
Den einzigartigen Mr. Billy Flynn. Naja, ich bin kein Angeber und ich will nicht mein eigenes Horn blasen, aber glaub, wenn Jesus Christus heute in Chicago leben würde und er hätte $5,000 und er würde zu mir kommen, die Geschichte wäre anders ausgegangen. Zuerst muss man die Sympathie der Presse für sich gewinnen. Das ist das Wichtigste. Denn Chicago ist eine verdammt brutale Stadt. So brutal, dass man dir ein Mädchen glatt unter dem Arsch wegschießt, wenn du nicht aufpasst. Aber es gibt etwas, dem hier niemand widerstehen kann. Und das ist ein reuiger Sünder. Wie zum Beispiel meine letzte Klientin, Miss Roxy Hart. Sie hat ihren Liebhaber kaltblütig ermordet, als er sie verlassen wollte. Für die Presse habe ich ihre Lebensgeschichte komplett neu geschrieben. Vom Kloster zum Knast. Ein herrliches Haus in den Südstaaten. Eine ehrwürdige Familie. Bildung, Luxus, Kultur. Dann tote Eltern. Erziehung im Kloster bei den Heiligen Herzen. Flucht in die Ehe. Das Glück verlässt die Unglückliche. Sie wird eingefangen vom wilden Strudel einer großen Stadt. Jazz, Kabarett, Likör. Angezogen wie eine Motte vom Licht. Doch plötzlich endet der wilde Strudel. Ein Schmetterling zermalmt vom Rad des Schicksals. Sie hatte gesündigt, aber sie bereute. Gewissensbiss und Reue, das sind das Wichtigste für die Reporter. Es tat ihr leid, sehr, sehr leid, aber immer wieder sah sie ihn vor sich, wie er auf sie zukam. Mit diesem entsetzlichen Ausdruck in seinen Augen. Es war ein Mut, ja. Und ich sagte zu ihr, Roxy, du arbeitest mit der Nummer 1 zusammen. Die ganze Verhandlung, die ganze Presse, das ist doch nur ein einziger Fokus. Fokus. Nimm sie alle hoch und du bist bald ein Star.
plot. It felt better to be here driving for the embassy. If you can't pull a string, a guy like me lives like a king. Just as long as you don't believe anything. Why God? Why this fate?
vielen uns in Erinnerung bleibt. Wir haben wunderschöne Melodien gehört, vorgetragen von herrlichen jungen Künstlern. Zunächst einmal Ihnen und euch recht herzlichen Dank, dass ihr zu uns nach Hülfe gekommen seid. Morgen, die extra aus New York zu uns gekommen ist, um hier mitzuwirken und Choreografien und Gesang mit Ihnen einzuführen. Und zunächst meine beiden anderen amerikanischen Freunde, die zurzeit in Wien leben und arbeiten, einmal mit Michael Pinkerton vom Theater an der Wien. Dem stellvertretenden Stadtdirektor Albert Prahl und recht herzlichen Dank dafür, dass die persönliche Finanzielle diesen Bereich stark unter die Arme gegriffen hat. Und ich weiß und ich verspreche Ihnen, dass wir haben angefangen im Bereich Musical das letzte Mal im Kraftkreiszyklus etwas darzustellen, das meines Erachtens die gute Fortsetzung und die hervorragende Fortsetzung heute gefunden hat. Ich verspreche Ihnen und euch, wir wollen mit dafür Sorge tragen, Michael, wir haben schon darüber gesprochen, dass wir Fürth zu einer der Hochburgen ausbauen werden für den Bereich Musical. Wenn Hürth ruft und Sie kommen, dann sagen Sie, recht herzlichen Dank euch
entschuldige mich für jedes Wackeln und Zittern und Wackeln und Zittern und Wackeln und Zittern. I'm sorry.